Hallo Leute, hier ist Marc Bellinghaus, euer Influencer. Und ich habe mich jetzt entschlossen, einfach den Sieg zu erklären gegen die Stadt Münster, gegen Markus Lewe, gegen Dominik Baumann, den Leiter des Theaters Münster, gegen Katharina Kostolmein und gegen natürlich die gegnerische Kanzlei Altmann und Fröhlich. Denn ich habe klar und deutlich bewiesen, dass ich beklaut wurde. Und ich habe 2 Stunden dafür gekämpft. Ich habe bis heute noch kein Urteil erhalten. Und deswegen habe ich jetzt einen Brief verfasst, den wollte ich euch vorlesen. Ich mache das auch ganz schnell. Ach ja, ich habe so einige Anfragen bekommen wegen der Musik, weil ich in jedem Musik auch ein anderes, also eine andere Musik in jedem Video, andere Musik im Hintergrund spiele. Was ihr hier hört, heißt Power Mantras. Mantras sind ja Wiederholungen im Sinne von Gebeten oder guten Versen. Das ist in dem Fall hier ein indisches Power Mantra. Das holt einen manchmal sehr, sehr gut ab und ich kann da immer gut nachdenken, was ich vorhabe, was ich machen will. Ich lese euch jetzt einfach mal schnell dieses Schreiben vor. Das werde ich heute noch ausdrucken, beim Gericht einwerfen, so wie ich das immer mache. Und auch Herrn Lewe und auch per E-Mail schicken. So, weil ich das nicht hinnehmen werde, wenn die, nachdem ich jetzt diese durchschlagenden Bilder und Beweise habe, dass ich hier beklaut wurde von der Freundin von Frau, ich zeige es euch nochmal, von der Freundin von Frau Rees, der Frau Wolf, das geht nicht. Das ist ganz klarer Diebstahl meiner Idee. Dieser Hügel, diese Kleidung, diese Personen da oben ist der Geist von Golonring und hier ist eher wie ein Geist und dieser passt sogar, die Höhe des Hügels passt sogar, wenn man die Bilder nebeneinander liegt und ja, das hätte der Schauspieler nicht gedacht, was er da vollzieht. Er vollzieht nämlich das Ende dieses Stückes und ich erwarte, dass die Mai-Vorstellungen nicht mehr stattfinden. So gut, ich fange mal schnell an. Marc Bellinghaus, Autor des Theaterprojekts Kinderhaus, von dem das Plagiat Kinderhäuser von Karin Bries abstammt. Münster, bisschen kleiner, dann könnt ihr besser mitlesen. So, Münster, 21.04.2024. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Markus Lewe, Sie waren und sind nicht doof. Das habe ich mehrmals betont, denn Sie haben sofort gemerkt, dass Kostolmein kriminell handelte in so vielen verschiedenen Vergehen, dass es fast schon rekordverdächtig scheint für ein Team des Theaters Münster, welches alles abgeguckt hat, sogar mein Statement gegenüber Herrn Ramzi Al-Khalisi, dass Theater nichts anderes sei, als der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Kleine Anmerkung, das war nämlich dieses gemeinsame Interview hier im Stadtgeflüster Münster. Da haben die doch tatsächlich gesagt, wir sind der Spiegel der Gesellschaft. Das kam von mir in meiner ersten E-Mail im 2021. Da habe ich dem Herrn Al-Khalisi geschrieben, dass ich auf der Schauspielschule als alles Erstes gelernt habe, dass wir Schauspieler der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Ich schwöre euch, ich habe es ja auch vorgelegt im Gericht. Es wurde sogar dieses Statement von Khalisi und Kostolmein geklaut. Das muss man sich mal überlegen. So, weiter. Das war wohlgemerkt in 2021 und durch eine E-Mail an diesen Dieb, als er noch in Bamberg tätig war. Auch diese E-Mail habe ich am 17.04.24 den 3 Richtern am Landgericht Münster vorgelegt. Herr Al-Khalisi saß also 2 Stunden vor der Türe und ich konnte ihn leider nicht einmal ins berühmte Kreuzverhör nehmen, wegen seines Diebstahls meiner Theateridee und dann seiner kriminellen Straftat, welche ich ihm und ebenso seiner Chefin Kostolmein nachweisen kann, mit Links, dass beide Personen ihre eidesstattliche Versicherungen vorsätzlich gebrochen haben, unter der Gewissheit, was das für eine Straftat tatsächlich ist. Ich habe bereits Strafantrag bei Gericht und Staatsanwaltschaft Münster gestellt gegen beide. Ich hoffe, Sie stimmen jetzt endlich mit mir überein, dass diese beiden so schnell als möglich
aus deren Verträgen vorzeitig entlassen werden müssen. Denn nicht nur die Vetternwirtschaft des Ehepaares Kostolmann bringt ein traditionelles Theater der Stadt Münster, was mit über 27 Millionen Euro Steuergeldern jährlich subventioniert wird, in Verruf geraten. 500 Personen haben sich in meinen beiden Petitionen nachweislich gegen eine Fortsetzung der Ära Kostolmann eingesetzt und ausgesprochen. Bis dahin haben wir noch nicht einmal den MeToo-Straftäter Günter Behlitz erwähnt, von dem sich Kostolmann nachweislich instrumentalisieren ließ mit dem perfiden Ideenklau meines Theaterprojekts. Ich hoffe wirklich fest und froh, dass Sie selber sehen, dass ich diesen Kampf gewonnen habe. Daher erkläre ich schon heute, am 21.04.24, den Sieg über das Unrecht. Denn wenn die drei Richter auf die Idee kommen sollten, diese wahnwitzige einstweilige Verfügung aufrechtzuerhalten, dann werde ich sofort Klagen einreichen. Und zwar, wie es Herr Thomas Roberts tat, dem ebenso Unrecht von der Stadt Münster und auch von Ihnen zugefügt und angetan wurde. Ich verdiene eine dieser goldenen Nadeln der Stadt Münster und einen kräftigen Schluck aus dem goldenen Hahn, aus dem meine geliebte Angela Merkel schon nippte und trank. Frau Kostolmann ließ es zu, dass eine totgeschossene Angela Merkel als Doppelgängerin über einen Tisch lag, und dafür hasse ich Kostolmann umso mehr, denn ich traf Merkel in Bayreuth 2013 und das privat im Waldhotel Stein, wo ich ebenfalls wohnte im Jahr 13, während der Bayreuther Festspiele. Doch zurück zum Münsteraner Theaterskandal. Ich biete Ihnen hiermit und offiziell meine Mitwirkung am Theater Münster als neuer Generalintendant an. Den Titel General würde ich sehr gerne streichen und diesen wichtigen Posten mit einer versierten Partnerin oder Partner gemeinsam führen. Denn es ist meine Idee und Bestreben, das Vier-Augen-Prinzip einzuführen, was Machtmissbrauch und Missbrauch jeglicher Art verhindern kann und wird. Bitte betrachten Sie dieses Schreiben keinesfalls als einen verspäteten April-Scherz. Ich meine es ernst, denn das Publikum hat genug von diesen Skandalen und dem absolut schlechten Spielplan. Eine üble Elektra, wie es Kostolmann zu verantworten hat, reicht für die nächsten 20 Jahre. In diesem Sinne, seien Sie froh, dass ich diese Lügner und Betrüger mit wohllautenden Titeln wie Schauspieldirektor oder Dramaturg, Generalintendantin oder Moderator und Ehemann mit Professorentitel und Hang dazu, Unschuldige zu verleumden, durch meine krassen Videos und meine unermüdliche Arbeit vor den Kadi zitierte. Das war meine Idee, mein Stöckchen, was ich dieser Lügentruppe vor die Füße hielt, und hopsasa, sind die doch tatsächlich drüber gesprungen. Mein Ziel ist erreicht. Meine Kunst wurde sogar samt Bühnenbild geklaut. Und daher müssen mich die drei Richter klar und deutlich freisprechen, was den ultimativen Rauswurf dieser kriminellen Bande nach sich ziehen muss und wird. Mit freundlichen Grüßen und der Hoffnung, dass wir gemeinsam an dem Ziel arbeiten werden, Münster wieder die Hauptstadt der Freundlichkeit zu machen, wie es der liebe Thomas Nufer, ihr begehrter Privatkünstler, vor Jahren ausdrückte. Mit freundlichen Grüßen, Mark Bellinghaus. So, hier sind nochmal diese Bilder, das Beweismittel. Übereinander das Bild und hier nebeneinander, da kann man es ganz genau sehen. Kinderhäuser ist Betrug. Dieses Beweismittel hat alle im Landgericht am 17.04.24 tatsächlich umgehauen und überzeugt, dass Karen Bries und ihre Freundin, die Bühnenbildnerin Frau Wolf, so überaus dreist und tatsächlich kriminell waren und sich an meiner Kunst einer Installation, die ich kurz nach dem Ahrtal-Unglück am Goloring bei Koblenz konzipierte und auf meinem Blog B wie Beweis veröffentlichte, zu bedienen und dann auch noch so taten, als sei das Bühnenbild für diesen Diebstahl alles deren Idee gewesen. Unfassbar. Bitte sprechen Sie, Herr Lewe, sich persönlich für eine sofortige Einstellung der weiteren vorgesehenen Vorstellungen im Mai aus. Das werden ganz besonders die Richter und Frau Michels und Herr Glas durchaus verstehen. Ich bin hier das Opfer dieser Täter und ich bin als anerkanntes Missbrauchsopfer beider Kirchen bereits genügend
verhöhnt und gequält worden, besonders von den Herren Martin Schmitz und Matthias Katsch, die den Ehrenkodex unter Missbrauchsopfern grob fahrlässig und vorsätzlich gebrochen haben. Das ist schändlich genug, Herr Oberbürgermeister Lewe. Zuletzt möchte ich Sie bitten, sich für mich persönlich bei diesem Theater einzusetzen und meinen Ruf zu rehabilitieren. Mir wurde am 15.03.24, also der Premiere des Stückes, als ich da demonstrierte mit meiner Aktion, ein Hausverbot ausgesprochen, und so konnte ich heute nicht zu meinem von mir so geliebten Pianisten Yoav Levanon aus Israel ins Theater der Stadt Münster gehen. Und dafür wird Frau Kostolmann von mir jetzt durch ein weiteres Video, in dem ich diesen wichtigen Brief vorlese, der Öffentlichkeit vorgeführt als das, was sie wirklich ist. Eine fantasielose Diebin, die sich von einem MeToo-Straftäter instrumentalisieren lassen hat, und eine eiskalte, unterirdische, schlechte Künstlerin, die nach allem griff, um an der Macht zu bleiben. Die 45 Menschen in der Höhe von Corona und einen Monat vor Weihnachten einfach rausschmiss und dann so super dreist und perfide war und danach ihren eigenen Ehemann auf Steuerzahlergelder am Theater Münster einstellte als Moderator. Bitte unterstützen Sie meinen Ruf nach sofortigem, vorzeitigem Ende der Ära Kostolmein. Ich habe genug durch diese Frau gelitten, so sehr, das kann sich kein Mensch wirklich vorstellen. Danke sehr, Herr Oberbürgermeister Lewe. Hier ist der Herr Lewe mit meiner Kunst. Das sind die Flügel, die ich Herrn Vitali Klitschko am 17.09. überreichte. Hier steht's, mein wunderbares Friedenskunstwerk Wings of Peace. Vor Ihnen und in den Händen von Vitali Klitschko am 17.09.23 im Rathaus des Westfälischen Friedens. Da ist nochmal, wie er diese Flügel, es gab ja auch keine Blumen für ihn, sondern Gott sei Dank habe ich ihm die Flügel da gegeben. Das war auch in den im Fernsehen, in den Nachrichten. So, ich hoffe, dass das jetzt genug ist und reicht. Dankeschön.